Jurassic 7 oder Jurassic World 4 nimmt endlich Gestalt an. Und zwar, naja, in Form von Gerüchten, die nun nach und nach auch immer mehr Bestätigung finden. Und wir hatten ja bereits über Leaks gesprochen, die so ein bisschen die Geschichte angeblich präsentiert haben. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, das kannst du gerne mal nachholen. Darauf gehen wir jetzt hier aber nicht ein, denn jetzt haben wir andere Leaks bestätigt bekommen, plus eben noch mehr Infos, was den Cast zum neuen Jurassic-Kinofilm angeht. Und ja, ganz kurzes Infopaket noch vorweg, die halten immer noch aus Zwang am Juni 2025 fest. Ich prophezeie trotz allem weiterhin, das Ding wird, es wird auf jeden Fall nochmal verschoben. Irgendwie glaube ich da noch dran, dass man doch irgendwie noch sagt, okay, wisst ihr was, war ein Gehirnfurz, war alles ein bisschen zu kurzfristig, machen wir 2026 draus und damit wäre ich sogar ganz cool. Wir fangen jetzt aber mal an mit dem Video, viel Spaß. Ja, Scarlett Johansson war ja laut aktuellen Gerüchten im Gespräch, die Hauptrolle zum neuen Jurassic-Film zu bekommen. Und ja, die Meinungen dazu sind ein bisschen gespalten gewesen. Ich werde auf dieses Ganze, das ist wieder Vogue, weil da eine Frau mitspielt, ich werde darauf gar nicht mehr eingehen, das ist mir jetzt echt zu blöd. Kritiken, die ich hierbei von euch auch gelesen habe, die ich tatsächlich auch sehr ernst nehmen kann bei so einer Nummer, die ich auch so sehe, ist der Faktor, dass wir jetzt hier wieder einen A-Lister-Star scheinbar bekommen. Das waren ja alles noch Gerüchte gewesen. Ähnlich wie es eben auch in Jurassic World mit Chris Pratt und Co. gewesen ist. Auch eine Claire Dearing zum Beispiel. Das Problem hierbei ist, dass man dann davon ausgehen kann, dass diese Figuren eben möglicherweise genau wie ein Owen und eine Claire relativ safe sind, was die Storyline angeht. Das heißt, wenn wir uns mal anschauen, im allerersten Jurassic Park Film, da waren die Schauspieler noch relativ unbekannt gewesen. Sam Neill, Laura Dern und auch ein Jeff Goldblum, die gab es zwar schon auch in der Filmwelt, allerdings haben die erst mit diesem Film wirklich, naja, ihre große, gewaltige Berühmtheit erlangt. Und Star Wars übrigens ähnlich, auch hier mit einem Mark Hamill und Co. Das hat eben den Vorteil, dass du hier nicht unbedingt so daran gebunden bist, Verträge auszumachen und zu unterschreiben, wo eine Figur über ganz viele Filme hinweg dabei sein muss. Denn ein A-Lister kostet ein bisschen mehr Geld. Das heißt, wenn man jetzt einen Tobi nimmt und den in ein Set von einem Jurassic 7 stellt, dann könnt ihr darauf wetten, dass da nicht ganz so viel Geld fließt, wie wenn jetzt eine Scarlett Johansson dann am Start ist. Deswegen sagt man eben, okay, Tobi, pass mal auf. Deine Figur kann von mir aus auch sterben, ist ja egal. Eine Scarlett Johansson für die Kamera zu bekommen, wird allerdings einen gewissen Preis mit sich bringen, wo man dann sehr wahrscheinlich wieder davon ausgehen kann, dass sie für eine neue Trilogie die Hauptrolle spielt. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Allerdings habe ich bei Jurassic Park immer so das Gefühl, die Filme sind am besten bei den Figuren, die eben nicht zwingend diese Plot-Armor haben. Und ihr könnt einen drauf lassen, eine Scarlett Johansson wird eine Plot-Armor bekommen. Nicht, weil sie eine Frau ist, Bullshit, sondern eben, weil sie ein A-Lister ist und ähnlich auch wie Chris Pratt tatsächlich ein Publikumsmagnet sein wird. Das ist eben schon da. Und jetzt können wir es ja einfach hier mal ganz klar machen, Nägel mit Köpfen. Scarlett Johansson hat jetzt bestätigt, ja, sie hat das Drehbuch und das Angebot wirklich vorliegen gehabt. Vergangenheitsform. Das heißt, die ganze Nummer ist schon wohl ein bisschen länger am Durchlaufen, als wir das auch wirklich wissen. Scarlett Johansson scheint schon ein bisschen länger im Gespräch zu sein. Übrigens sollte es zuvor noch Jennifer Lawrence machen. Sie hat dann aber abgelehnt aus irgendwelchen Gründen. Und ich muss sagen, da bin ich ein bisschen froh drum. Die Hunger Games Filme sind ganz cool, die machen auch Spaß. Jennifer Lawrence weiß ich aber halt nicht, ob das so in der Rolle so cool gewesen wäre. Ich habe jetzt aber auch nicht allzu viele Filme mit ihr gesehen. Da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Ahnung als ich. Du kannst mir in die Kommentare mal unten reinschreiben. Laut Gerüchten soll das Ablehnen der Rolle aber nicht am Drehbuch gelegen haben, sondern daran, dass sie sich nicht für mehrere Filme verpflichten wollte. Da kommen wir jetzt eben wieder genau zu meiner Theorie von eben gerade, dass eine Scarlett Johansson oder ein A-Lister sehr wahrscheinlich nicht nur für einen Film unterschreiben wird, nein, sondern wahrscheinlich für zwei oder eben für drei. Und ja, Scarlett Johansson hat eben die Anfrage bekommen, willst du das jetzt hier machen? Und laut Gerüchten, das Ganze ist immer noch nicht offiziell, aber es kommt von derselben Seite, die ebenfalls ausgesagt hat, Scarlett Johansson hat die Rolle angeboten bekommen, was ja dann noch nicht offiziell gewesen ist. Diese Seite behauptet jetzt, dass Scarlett Johansson den Vertrag sogar bereits unterschrieben hat und dass wir das jetzt in wenigen Tagen oder eben Wochen auch dann offiziell mitgeteilt bekommen. Und was soll man jetzt dazu sagen? Ich glaube, dass diese Gerüchte tatsächlich eintreffen werden, denn man muss sich jetzt wirklich ins Zeug legen. Es muss jetzt wirklich einiges vonstatten gehen, man muss jetzt wirklich Vollgas geben.
Es gab bereits auch schon einige Interviews mit Scarlett Johansson in US-amerikanischen Talkshows, wo man darauf eingegangen ist. Und sie hält sich dabei noch auffällig bedeckt, also schon so bedeckt, dass man sich irgendwie denken kann, okay, du bist auf jeden Fall mit dabei, hast immer einen Maulkorb verpasst bekommen, weil sie auch einfach kein einziges Mal sagt, nö, ich bin nicht mit dabei. Und einer dieser TV-Master hat da eine relativ gute Frage gestellt. Und zwar ist die Frage gewesen, kann es sein, dass das Jurassic-Franchise immer mehr an Selbstvertrauen verliert? Kann es sein, dass man jetzt wirklich sich nur noch auf A-Lister konzentriert, ähnlich wie auch bei Jurassic World, weil man sich im Hintergrund denkt, naja, sogar wenn der Film halt im Endeffekt floppt, wegen dir rennen sie trotzdem ins Kino. Ist eine vielleicht unfaire Unterstellung, weil wir bisher noch nichts über diesen Film wissen oder jemals gesehen haben. Allerdings finde ich diese Frage doch sehr gerechtfertigt. Warum nimmt man A-Lister und eine Bryce Dallas Howard zum Beispiel, die ja leider den Regiestuhl zum neuen Jurassic-Film nicht bekommen hat, was ich sehr schade finde, denn die hat es wirklich drauf in der Regie. Die hat ja gesagt in einem Interview, wo sie mit Bryan Cranston nebeneinander sitzt, dass sie gerne für den neuen Jurassic-Film eine ganze Gruppe von neuen, jüngeren Schauspielern sehen würde. Und das macht definitiv Sinn, dass man jüngeren Schauspielern mit so etwas die Chance gibt. Wie gesagt, das gab es früher. En masse, Star Wars, der gesamte Cast war nahezu unbekannt. Herr der Ringe ebenfalls, Orlando Bloom und Co. sind erst durch diese Filme richtig berühmt geworden. Jurassic Park 1 genau das gleiche. Jetzt hat man auf jeden Fall scheinbar so ein bisschen Angst davor, dass das Ganze eben nicht mehr so funktioniert, wie man das gerne hätte. Und deswegen möchte man jetzt einen A-Lister hier an Bord holen. Was mich allerdings sehr positiv an der News stimmt, ist der Fakt, dass ein David Koepp jetzt nochmal dazu geäußert hat. Und ja, wir gehen wirklich zurück zu den Wurzeln, was die Tonalität des Films angeht. Gleichzeitig soll es aber auch wohl mehr Action in dem Film geben, was sich für mich so ein bisschen beißt. Aber ich meine, Jurassic Park 2 war ja auch mehr Action als der erste Film. Wenn das die Action ist, die in dem Film vorkommt, finde ich das vollkommen cool. David Koepp ist ein riesiger Jurassic Park-Fan, was auch Sinn macht, da er ja das Drehbuch von Teil 1 und Teil 2 geschrieben hat. Und auch Scarlett Johansson ist ein richtiger Jurassic Park-Nerd, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Aber die hat wirklich quasi den ersten Film hat die quasi inhaliert, die Frau. Die ist wirklich, man könnte schon sagen, ein richtiges Fangirl von der Nummer. Und da denke ich mir, dass das dann doch eine relativ coole Kombo ist. Noch dazu ist Steven Spielberg als Hintergrundstimme irgendwo noch mit dabei. Wie viel Einfluss er jetzt darauf haben wird, muss man halt einmal abwarten. Aber die Kombo an sich, die passt jetzt schon. Das ist schon gar nicht verkehrt, was da getan wird. Zurück zu den Wurzeln, David Koepp, der Drehbuchautor von Teil 1 und Teil 2, Scarlett Johansson als Jurassic Park-Nerd, Steven Spielberg, der irgendwo im Hintergrund rumdümpelt, Colin Trevorrow, der einfach nirgendwo im Hintergrund rumdümpelt, geil. Also an sich, es ist dann doch wohl ein eher positiveres Vorzeichen, was den Film angeht, als ein negativeres. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie siehst du die ganze Nummer? Schreib es mir unten in die Kommentare rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.